Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die Parteigründung von Sarah Wagenknecht zu bewerten ist, was vielleicht Pro und Contra ist und wie sich die ganze Sache wahrscheinlich entwickeln wird. Gucken wir uns dafür jetzt erst einmal ein paar Ausschnitte an von Sarah Wagenknecht, die darauf hindeuten, wie es in Zukunft weitergehen wird. Danach ein paar Worte dazu. Genau, lass uns mal an dem Punkt. Wann war das genau? Diese Verhandlungen Ende März. Ne? Das war Ende März. Und zwei da gab Tage es, sozusagen, oder? Ja, ich glaube, so sehr lang waren sie gar nicht. Mehrere Tage haben dann passierte Butcher, Frau Wagenknecht, das wissen Sie auch. Ja, aber ich meine, die waren so weit. Und es war tatsächlich so, also, dass man den Status quo, wenn man das, also was man in der Presse lesen konnte, also der Status quo vor dem Krieg plus ein Angebot der Ukrainer, auf die NATO-Ambitionen zu verzichten, Neutralität. Und da wurde in der Presse berichtet, dass man sich dadurch sehr, sehr nahe gekommen war und dass das im Grunde kurz vor einem Waffenstillstand war. Und dann wurde im Grunde, dann kam Butcher und dann wurde das als Grund genommen, die Verhandlungen abzubrechen. Und ehrlich gesagt, das finde ich nicht nachvollziehbar. Haben Sie dafür Verständnis? Na, ich meine, Butcher ist doch gerade ein Ausweis dafür, wie furchtbar dieser Krieg ist und wie die Zivilbevölkerung leidet. Also wenn man ihn hätte beenden können. Sie haben sich entschlossen, sich nicht impfen zu lassen und niemand konnte Ihnen dafür irgendetwas? Ja, irgendetwas. Ich durfte ein halbes Jahr in kein Restaurant, in kein Café. Ich durfte nicht einkaufen gehen außerhalb der Supermärkte, so wie alle anderen, die sich nicht haben impfen lassen. Also man war gesellschaftlich völlig raus aus dem öffentlichen Leben. Und ich sag mal, das ist jetzt im Alter von über 50 vielleicht noch okay, aber bei jungen Menschen, die mit ihrer Truppe, mit ihren Freunden ausgehen machen wollen. Machen Sie sich nicht so alt. Nein, aber ich sag mal, es ist natürlich schon, oder wo man nicht mehr irgendwie ins Sportstudio durfte, man auch nicht mehr. Man konnte, wenn man in einem Club war, Fußballclub, alles nicht mehr. Also das war natürlich, das war der drastischste Eingriff. Das war heftig und ich möchte nicht, dass sich das noch mal wiederholt. Also ich meine, wir haben das nie aufgearbeitet, bis heute nicht. Und dann nicht. Wählt man was anderes, wenn man das nicht möchte, schlicht und ergreifend. Ja, zum Beispiel oder? Haben viele Leute deswegen die FDP gewählt, weil sie das nicht mehr wollten. Dann kriegten sie die Ampel und dann kam 2G bundesweit. Also, lass uns nicht über Corona sprechen. Bewegung kam in die Sache eigentlich erst im Februar diesen Jahres. Da präsentierte der Star-Journalist und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh mit Verweis auf eine anonyme Quelle einen ziemlich detaillierten und ausführlichen Bericht über das, was im Vorfeld und Umfeld des Anschlags geschehen sein könnte. Die Quintessenz seiner Recherche war, US-Marinetaucher hätten im Juni 2022 bei einer vom Weißen Haus angeordneten und von der CIA geplanten verdeckten Operation mit Hilfe Norwegens Sprengsätze an den Gaspipelines angebracht. Die Sprengsätze seien dann im September ferngezündet worden. Die Idee für die Zerstörung der Pipelines soll laut Hersh schon im Dezember 2021 entstanden sein, also noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Na, unser Bundeskanzler gab zwar immer noch vor, überhaupt keine Kenntnisse zu haben, wer den Anschlag verübt haben könnte, aber eines wusste er immerhin schon, wer es garantiert nicht gewesen ist. Wir haben sehr viele Untersuchungen, über die auch öffentlich berichtet worden ist, gesehen. Und der Generalbundesanwalt ist sehr intensiv hinterher, die Sache aufzuklären. Und die Theorie, dass das die Amerikaner waren, ist eine, für die es keinerlei Indizien gibt, um es sehr klar zu sagen. Nun ja, also Belege gibt es wahrscheinlich wirklich nicht, aber keinerlei Indizien? Wie 30 Jahre später öffentlich bekannt wurde, billigte der damalige US-Präsident Reagan höchstpersönlich Anfang 82 einen Plan, das Pipeline-Projekt durch von der CIA geschmuggelte und manipulierte Technik zu sabotieren. Im Sommer 82 wurde von amerikanischen Satelliten dann auch ein riesiger Feuerball in der Nähe eines russischen Gasfeldes registriert. Eine der größten Gaspipelines der Sowjetunion war in die Luft geflogen und Ursache war die durch die CIA eingefädelte Lieferung fehlerhafter Software für die Pipeline-Steuerung. Und ähnlich wie bei Nord Stream handelte es sich zwar formal um einen Anschlag auf russisches bzw. damals sowjetisches Eigentum, aber das primäre Ziel, das hat sie deutlich gemacht, bestand keineswegs darin, dem damaligen Klassenfeind zu schaden, sondern das primäre Ziel war, in den Worten der Washington Post, to block Western Europe from importing Soviet natural gas, also Westeuropa daran zu hindern, sowjetisches Gas zu importieren. Und dahinter standen und stehen vor allem wirtschaftliche Gründe. Billige Energie
die nur Russland liefern konnte, drohte aus Sicht von Übersee europäischen Unternehmen wichtige Standortvorteile zu verschaffen, und das lag selbstredend nicht im Interesse ihrer US-Konkurrenz. Ganz abgesehen davon, dass eine Zusammenarbeit von Europa und Russland von Washington seit jeher als machtpolitische Herausforderung angesehen und auch deshalb bekämpft wurde. Was ist auffällig in den Ausschnitten und generell? Sarah Wagenknecht kann sehr gut erklären, sie hat ein sehr großes Hintergrundwissen, bereitet sich inhaltlich gut vor, und es ist auf eine Art und Weise, trägt sie es vor, dass die Leute es verstehen und man ihr auch gern zuhört. Aus dem Grund sehr wahrscheinlich sorgt sie für hohe Quoten und sie wird sehr oft in Talkshows eingeladen. Im Gegensatz zu AfD-Vertretern. Das heißt, wenn man sich das jetzt anguckt, wenn man jetzt mal ein Pro und Contra aufstellt, Sarah Wagenknecht, im Hinblick auf das Allgemeinwohl, also das Allgemeinwohl in Deutschland und auch auf der ganzen Welt, dann denkt man jetzt erstmal, ja, das ist doch perfekt. Was sind aber die Schattenseiten? Erstens wertet sie natürlich die öffentlich-rechtlichen Talkshows auf, durch ihre Auftritte. Und außerdem ist es so, dass sie zwar viel aufklärt, aber viel auch nicht. Und das tut sie sehr wahrscheinlich, um in die Talkshows reinzukommen. Auffällig ist, dass ihr Mann Oscar Lafontaine, der in Bezug auf die USA und die Rolle der USA in den letzten Jahrzehnten noch eine deutliche Sprache spricht als sie, dass er nicht eingeladen wird. Wobei aber auch Oscar Lafontaine sehr gut erklären kann, sehr gut reden kann, man ihm sehr gerne zuhört. Das heißt, es ist offensichtlich, dass Sarah Wagenknecht einen Preis zahlt, und der Preis aus meiner Sicht ist folgender. Zum Ersten diffamiert sie die AfD. Massiv. Und ich denke, wir neigen dazu, uns das schön zu reden. Dann denkt man sich, ja gut, sie ist halt aus der Linkspartei, sie muss das sagen. Und sie sagt es ja auch nicht so schlimm. Und sie meint es wahrscheinlich auch gar nicht so. Ja, ich finde es auch großen Mist, dass eine Partei mit einem eindeutig rechtsextremen Flügel, die mit ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik das Land noch ungerechter machen würde, so viel Zuspruch hat. Aber die Verantwortlichen dafür sitzen nicht in der AfD-Parteizentrale. Wenn man aber genau hinhört und man sich in die Rolle des Zuschauers hineinversetzt, der die AfD nicht kennt, dann kann man sich nicht schönreden. Weil erstens sagt sie, gerade jetzt jüngst in ihrem Video, allein schon der Titel, Rechtsdruck oder Notwehr, dass die AfD in Teilen rechtsextrem ist. Sie liefert dafür aber keinen Grund. Und das Problem ist, wenn man schon sagt in Teilen, dann stellt sich die Frage, warum der andere Teil, warum macht sich der andere Teil mit dem rechtsextremen Teil gemein? Und Rechtsextremismus ist ein schlimmer Vorwurf. Rechtsextremismus bedeutet per Definition, dass man mit Gewalt die Demokratie zerstören will. Und das ist ein dämonisierendes Framing. Das heißt, wenn man sagt, die AfD ist in Teilen rechtsextrem, das bedeutet, dass man sagt, die AfD ist von Dämonen durchsetzt. Und wenn man mit Dämonen gemeinsame Sache macht, dann ist man selbst ein Dämon oder dann ist man selbst nicht vertrauenswürdig. Also das ist schon mal extrem schlimm und schwerwiegend, und sie sagt das nicht nur in dem Video, sondern sie sagt das beständig. Natürlich nicht so auffällig, aber doch in regelmäßigen Abständen, auch im Öffentlich-Rechtlichen oder gerade im Öffentlich-Rechtlichen, distanziert sie sich ganz klar von der AfD und framet sie negativ. Und jetzt kommt noch der zweite Vorwurf gegenüber der AfD, der eigentlich noch schlimmer ist, oder jedenfalls nicht weniger schlimm ist. Sie spricht der AfD die Seriosität ab. Also sie legt ganz klar nahe, die AfD hat kein Programm, sie ist keine ernsthafte Alternative. Also sie stellt sich als ernsthafte Alternative hin, die man wählen kann, die seriös ist, und die AfD ist unseriös. Oder sie hat im Grunde, es ist nur Protest. Und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, und man denkt sich, ja gut, wenn man eine eigene Partei gründet, das ist ja redlich. Aber es ist aus meiner Sicht, es ist nur redlich, sich inhaltlich abzusetzen und zu sagen, ja, die AfD ist hier unsozial wegen ABC, ich mache jetzt ABC anders. So und so. Und das ist konkret nicht gut. Aber anderen Parteien die Seriosität abzusprechen, was sagt man damit? Also es ist extrem herabwürdigend, weil es ist eine intellektuelle Beleidigung. Also jeder, der in der AfD aktiv ist, wird herabgesetzt. Intellektuell herabgesetzt. Das Programm ist nichts wert. Es ist dümmlicher Protest. Das heißt, sie unterstützt hier das schlimme Framing. Die AfD ist erstmal rechtsextrem und dumm. Es sind dumme Leute, extremistische Leute, Leute, die man nicht ernsthaft wählen kann. Und schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Und das Ganze ist ja kein Spaß. Die AfD wird, oder Leute, die der AfD nahestehen, sie werden extrem diffamiert und benachteiligt. Und bei Sarah Wagenknecht ist es so,
dass sie eine Art Kronzeugenstatus hat. Das heißt, wenn jetzt Annalena Baerbock sowas sagt, dann wird es weniger ernst genommen von vielen Leuten, als wenn Sarah Wagenknecht es sagt. Weil es ja scheinbar so ist, dass Sarah Wagenknecht eigentlich im Kern die gleiche Position vertritt. Das heißt, die Leute verstehen das Motiv nicht, wieso sie dann Leute, die eigentlich in wichtigen Bereichen die gleiche Position vertreten, dass sie massiv negativ frame. Die Leute verstehen das Motiv nicht, das heißt, sie glauben es. Und sie glauben es gerade Sarah Wagenknecht. Und genau wenn Sarah Wagenknecht es nicht sagen würde, dann wäre wahrscheinlich der Ruf bei der AfD bei sehr vielen besser. Es kommt bei Sarah Wagenknecht hinzu, dass sie zwar viel aufklärt, aber viele Sachen auch nicht erklärt. Und dazu gehören beispielsweise die Vorgänge in der Ostukraine seit 2014. Das Zitat, das ich schon tausendmal gebracht habe, deren Kinder werden im Bunker leben, und sämtliche ähnliche in die gleiche Richtung gehende Zitate wurden von Sarah Wagenknecht noch nie beleuchtet. Also weder in öffentlich-rechtlichen noch in ihren Videos. Sondern ihre Kritik war allein immer die mit der NATO, die NATO-Osterweiterung. Aber sie hat auch in die Bresche geschlagen, Putin zu dämonisieren. Also sie sprach auch immer, ja, der Angriff ist natürlich zu 100% unverständlich und zu verurteilen. Also halt verständlich nur in Bezug auf die NATO-Erweiterung. Aber sie hat niemals erklärt, dass die Bevölkerung in der Ostukraine, dass die Referenten schon 2014, dass es eben sehr wahrscheinlich nicht so ist, wie hier nahegelegt durch unsere Medien, durch unsere großen Medien, dass es mit der Pistole am Kopf von den Russen, dass es alles gefälscht ist, sondern dass es der ehrliche Wille der Bevölkerung ist, nicht mehr Teil der Ukraine zu sein. Und die ganzen Hintergründe, die dazu führen, werden von ihr auch nicht beleuchtet. Also, dass die Leute durch ein Rassengesetz benachteiligt werden, das Sprachverbot, aber natürlich die Terrorisierung, die gezielte Schikane von der Regierung seit 2014 mit willkürlichem Beschuss. Also das hat sie vielleicht auch mal mit dem OSZE-Bericht erwähnt, aber sie hat nicht die deutliche Absicht erwähnt. Also das kann man könnte ja sagen, es sind ein paar Rechtsextreme in der Ukraine, die Armee, die haben das nicht ganz unter Kontrolle und da wird dann halt auf Zivilisten geschossen und das ist dann halt Pech. Sondern es ist ja so, dass Petro Poroschenko selbst zugegeben hat, dass sie absichtlich die russischsprachige Bevölkerung, dass sie nicht als ihre Bevölkerung ansehen, sondern dass sie terrorisieren. Und sowas nicht zu erwähnen, oder auch, dass der oberste Befehlshaber mit dem Nazi-Armband rumläuft, dass ganz viele Soldaten mit Nazi-Symbolen tätowiert sind, dass nazihafte Gruppen in die Armee eingegliedert wurden, dass SS-Leute geehrt werden, wie jüngst in Kanada und so weiter und so fort. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Auch die Äußerungen, gewaltsam die Krim zu holen 2019, die Krim von allem Russischen zu bereinigen und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganz lange Liste. Ihr könnt ja mal selbst auf Antispiegel gehen und in den Suchbegriff Ukraine-Verbrechen eingeben. Und dann kommt ja eine riesige, lange Liste von Artikeln, die ich mir auch gar nicht merken kann. Es ist ganz eindeutig, dass Sarah Wagenknecht den Preis bezahlt, um in die Talkshows zu kommen, dass sie zum Beispiel das alles nicht erwähnt. Was ist jetzt das Problem dabei? Sie stillt die Neugierde der Leute in diesen Sendungen. Das heißt, wenn jetzt Sarah Wagenknecht in dieser Sendung auftritt, Leute das sehen, dann denken die Leute, jetzt haben sie die Position gehört, die Gegenposition. Also die Gegenposition der Russland-Befürworter in Anführungszeichen, der Putin-Versteher in Anführungszeichen. Sie denken, ja, jetzt wissen sie es und wenn Sarah Wagenknecht auch nicht mehr zu sagen hat, dann ist da nicht mehr. Und sie macht sozusagen einen Deckel zu und hindert die Leute daran, zu recherchieren. Und das ist sehr schlimm. Also die Täuschung wird genau durch Sarah Wagenknecht, also wir haben dann einen plötzlichen Meinungskorridor in öffentlichen Talkshows. Also wir haben dann sozusagen Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Da wird auf Sarah Wagenknecht eingeschlagen und dann denken sie, ja gut, Sarah Wagenknecht hat alles gesagt und da ist nicht mehr. Aber sie können nicht ahnen, dass Sarah Wagenknecht deshalb eingeladen wird, dass auf sie draufgeschlagen wird und sie bestimmte Sachen nicht erzählt. Und das gleiche gilt auch für den CO2-Treibhauseffekt, menschengemachten Klimawandel und so weiter. Das ist auch ein Narrativ, das sie auch nicht angreift. Also beispielsweise mit dem Versatz von 800 Jahren, dass zuerst die Temperatur gestiegen ist und dann das CO2, dass es so rum ist und nicht umgekehrt, was eigentlich schon alles widerlegt. Also dass es halt nahelegt, dass es reine Panikmache ist. Und dass es sehr wahrscheinlich eine Erfindung ist, um die Menschen zum Sparen zu animieren und so weiter und so fort. Oder auch um Geld zu machen. Auf jeden Fall, dass es halt eine Täuschung der Öffentlichkeit ist. Und stellt sich jetzt die Frage, was überwiegt? Pro oder Contra? Das heißt, auf der einen Seite, sie erklärt natürlich viel,
Und sie erklärt viel sehr gut, also beispielsweise mit diesem Beispiel mit den Pazifikinseln, dass die USA das nicht tolerieren würden oder da eingreifen, wenn China da Einfluss hat, also dass sie Dinge ins Verhältnis bringt. Also sie bringt schon viele Fakten, aber sie bringt eben viele Fakten auch nicht. Und aus meiner Sicht ist die Strategie von ihr aus der Zeit gefallen. Aus meiner Sicht muss man die Leute von den großen Medien wegholen. Und jetzt, wo die AfD so stark ist, haben die großen Medien ein Problem. Die AfD, sie hat so viel Prozente, dass es wirklich auffällt, wenn sie nicht eingeladen werden. Das heißt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sie nicht einladen und den Leuten nicht das Gefühl geben, ihr seid jetzt über die AfD informiert, dann recherchieren die Leute selber und gehen ins Internet. Und das ist das, was die großen Medien unbedingt verhindern wollen. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr versuchen, in die großen Medien zu kommen, weil die großen Medien haben keine Wahl. Sie müssen die AfD-Vertreter sowieso einladen oder es wird vollkommen offensichtlich, ja, dass sie ihren Auftrag nicht wahrnehmen. Oder dass sie absichtlich die AfD benachteiligen, was die Leute umso argwöhnischer macht. Das heißt, man muss jetzt nicht die großen Medien unbedingt stärken, um irgendwelche Informationen in die Leute zu bringen, weil die großen Medien eh unter Zugzwang sind. Und was jetzt Sarah Wagenknecht wahrscheinlich auch weitermacht, ist, diese faulen Kompromisse weiterzumachen. Also bestimmte Dinge nicht zu erzählen und sich auch verbal verprügeln zu lassen. Eine hinteren Welle quasi und das tut ihnen weh und das verstehe ich auch, aber die Welt verändert sich und ich glaube, dass sie und die Leute, die sich bei ihnen wohlfühlen, dass es im Grunde genommen eine ganz große Gruppe Zukunftsangst ist. Das kann ich nachvollziehen, aber, ja, aber Angst vor der Zukunft heißt nicht, sich vor ihr wegducken, denn die kommt sowieso. Ja, aber es gibt doch nicht die Zukunft, es gibt verschiedene Zukunftsmöglichkeiten. Aber es ist die Frage, ob sie das richtig einkalkuliert, dass auch wenn sie gute Argumente bringt, wenn sie dauernd negativ geframed wird, das Framing sehr stark wirkt und die bei vielen Leuten die Argumente überstrahlt. Also sie denkt wahrscheinlich, die Leute bemerken das, dass sie jetzt hier auf sie draufgeschlagen wird und dann finden sie ganz sympathisch. Aber es wirkt nur bei einem Teil der Leute, sondern ein Teil der Leute denkt, okay, jetzt Sarah Wagenknecht wird verbal von anderen Leuten verprügelt. Es mag logisch klingen, was Sarah Wagenknecht sagt, aber ich habe es nicht verstanden, die anderen werden schon einen Punkt haben und wenn alle gegen Sarah Wagenknecht sind, dann werden die anderen, sie werden schon wissen, warum. Ich habe es jetzt noch nicht verstanden oder sie bekommt dann vielleicht auch den Eindruck, dass es doch komisch ist. Also dass vielleicht Sarah Wagenknecht doch nicht recht hat. Aus meiner Sicht ist nicht zu überschätzen, wie viele Leute Mitläufer sind und sich der Mehrheit anschließen. Vor allem, wenn sie auch nicht das Motiv verstehen, warum sie jetzt alle gegen Sarah Wagenknecht sind. Und es würde dann nur helfen, diese Leute zu entblößen. Aber auch genau auf Medienkritik bei Markus Lanz, da verzichtet sie beispielsweise überhaupt in den großen Medien, um weiter eingeladen zu werden. Das ist auch ein fauler Kompromiss, den sie eingeht. Und natürlich das Framing der AfD. Und hier ist natürlich auch zu bedenken, es sind ja Profis. Also wir haben ja diese Propaganda, diese breite Täuschung der Öffentlichkeit im ganzen Westen. Das haben wir seit über 100 Jahren. Also eine kollektive Täuschung, dass bei wichtigen Narrativen die Medien gleichförmig sind. Und wenn jetzt diese Profis Sarah Wagenknecht nicht einladen, dann werden sie sich schon überlegt haben, dass die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Das heißt, was sind die Vorteile? Es geht um US-Geostrategie und Partikularinteressen. Und auch wenn Sarah Wagenknecht nicht denkt, sie geht jetzt in die Talkshows und sie klärt auf und damit läuft sie US-Geostrategie und Partikularinteressen entgegen, aber die Leute, die bestimmen, wer eingeladen wird, und das sind sehr wahrscheinlich irgendwelche Geheimdienstleute und Generäle, sie sind anscheinend der Ansicht, dass es doch Sinn macht, im Gegensatz zu Oskar Lafontaine und zu AfD-Vertretern, Sarah Wagenknecht nicht immer wieder einzuladen. Und allein das sollte einem zu denken geben. Das sollte auch Sarah Wagenknecht nicht zu denken geben. Ihre Strategie aus meiner Sicht ist es, sie denkt sich, sie kann es besser als die AfD-Leute. Die AfD-Leute, sie lassen sich framen und sie denkt, sie ist unframebar. Natürlich, sie ist auch schwer framebar, aber man kann jetzt an den Schlagzeilen erkennen, rechte Sozialistin oder auch bei FAZ-Egoistin, sie wird trotzdem einfach geframed. Also sie denkt, sie drückt sich so aus, sie kann nicht geframed werden, aber aus meiner Sicht, sie irrt sich, sie wird trotzdem geframed. Natürlich machen sich natürlich die Medien dadurch angreifbar und die Leute sind natürlich argwöhnisch. Und sie hat natürlich recht, sie kann sich sehr gut ausdrücken, sie kann sehr gut erklären. Sie hat wirklich sehr gute Auftritte hingelegt. Aber trotzdem ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung, die Leute, die die gleiche Position vertreten, aber sie auch tatsächlich im Parlament umsetzen können und die jetzt schon 20% haben, jetzt auf diese Leute drauf zu hauen. Und um sich selbst an deren Stelle zu setzen. Also denken, ich kann mich so viel besser ausdrücken als die und nur die Harten kommen in den Garten sozusagen. Also wenn sie sich halt framen lassen, halt Pech gehabt, ich kann mich da nicht vor sie stellen, ich muss sie dann auch zerstören. Sie müssen sich halt besser ausdrücken,
Und sie sind dann einfach zu dumm. Also wenn sie halt, ich bin halt schlauer als die, ich lasse mich nicht framen, die lassen sich framen, Björn Höcke, 180 Grad Wende, was für ein Amateur, so darf man sich niemals ausdrücken. Ich mache das alles viel besser, ich bin nicht framebar und die haben halt Pech gehabt. Also da kann ich mich nicht mit aufhalten. Und aus meiner Sicht, das ist schon sehr gewagt zu glauben, dass sie sich jetzt an die Stelle setzt von der AfD und das funktioniert. Weil wenn man jetzt zurückschaut, die AfD hat viel Erfahrung und ist resilient geworden. Also beispielsweise gegen Einfluss von außen, auf Zersetzungsversuche. Die AfD hat ja viel hinter sich. An Jörg Meuthen, sie hat die Spaltungsversuche von Jörg Meuthen überlebt. Sie hat sich in ihren Äußerungen professionalisiert. Und sie hat einen, auch programmatisch, ist sie stark aufgestellt, war 2021 von den Medien nicht zu framen. Also in ihren Auftritten waren die AfD-Vertreter aus meiner Sicht so stark, dass sie deshalb nach der Wahl nicht mehr eingeladen wurden. Und jetzt zu denken aus meiner Sicht, man selbst macht jetzt eine Partei, man haut die andere Partei kaputt, die schon da ist, weil man sich denkt, sich besser ausdrücken zu können, schlechter framebar zu sein. Und diese ganzen professionell gewachsenen Strukturen von über 10 Jahren, sie kaputt zu hauen, das ja, ist aus meiner Sicht nicht angemessen. Das ist ein viel zu hohes Risiko. Und ich finde es persönlich auch nicht gut, Leute, die ehrenhaft versuchen, gute Positionen zu vertreten, die man auch vertritt, in weiten Teilen, diese Leute so fertig zu machen, also sie so negativ zu framen. Das ist ein riesiger Schaden, den sie damit angerichtet hat, bei breiten Teilen der Bevölkerung. Und deswegen ist meine Einstellung sehr ambivalent gegenüber Sarah Wagenknecht, einfach wegen diesem Negativ-Framing gegen die AfD, was keine Nebensache ist aus meiner Sicht, sondern was sehr stark gewirkt hat, was bei vielen Leuten verfangen hat. Sowohl im alternativen Lager als auch bei der breiten Allgemeinheit. Und sie sehr negativ gegenüber der AfD eingestellt hat, was viel wirksamer war, als wenn es die Grünen machen, was vielleicht noch nicht ganz so wirksam war wie von Jörg Meuthen, aber was auch auf jeden Fall Kronzeugenstatus hat. Das finde ich persönlich sehr übel. Dagegen stehen natürlich ihre guten Auftritte im TV, dass sie viele Positionen der Allgemeinheit nahegebracht hat. Wobei aber natürlich auch unklar ist, inwieweit sie verhindert hat, dass die Leute ins Internet gehen und sich die O-Töne angucken. Ist natürlich auch zu sagen, dass auch die AfD-Spitze sich jetzt in Bezug auf die Ostukraine, wo man die Medien hätte zerstören können, 2022 aus meiner Sicht, sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Alice Weidel eigene Leute diffamiert hat, die die Referenten beobachten wollten. Auch sie öffentlich lächerlich gemacht hat. Es ist nicht alles perfekt bei der AfD und da gibt es auch sehr viel Kritik. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr Pro und Contra bewertet und wie ihr denkt, dass sich diese Partei entwickeln wird. Also die Wagenknecht-Partei. Macht's gut.